Hallo, ich bin Simon, euer Muskelmacher. In diesem Video schauen wir uns mal Mutant Mass hier ein bisschen genauer an. Gerade wenn es um Masseaufbau geht, für all diejenigen, die sich beim Masseaufbau schwer tun, sicherlich eines der beliebtesten Produkte. Die Resonanzen, die sind wirklich sehr gut. Gerade was ich vielfach höre, dass eben mit dem Produkt hier sehr erfolgreich das Gewicht auf der Waage gesteigert werden kann. Wir schauen uns einfach mal an, wie ist das Produkt zusammengesetzt, und da können wir dann auch schon erahnen, warum das unter Umständen gerade bei Hardgainern so gut funktioniert. Wir haben hier Wachsmaisstärke, Maltodextrin, Fructose, Dextrose und feste Bestandteile aus dem Mais. Das ist eine gewisse Matrix an Kohlenhydraten. Das ist schon was Besonderes, dass eben so viele verschiedene Kohlenhydratquellen hier enthalten sind. Die meisten Produkte arbeiten entweder mit Maltodextrin oder vielleicht auch mal mit Wachsmaisstärke. Ganz billige Produkte arbeiten nur mit Dextrose. Hier wird eben eine Matrix aus verschiedenen Kohlenhydraten gewählt, und das könnte schon ein Indiz sein, weswegen gerade Hardgainer das so gut vertragen. Die nächste Zutat, das sind Eiweiße, verschiedene Eiweiße aus überwiegend milchhaltigen Quellen, zum Beispiel Whey-Protein-Konzentrat, Whey-Protein-Isolat, Micellaris-Casein. Dann haben wir hier Calcium-Casinat, Ei-Eiweiß auch enthalten, Whey-Isolat und Whey-Hydrolysat. Also eine gewisse Bandbreite, das wird hier natürlich auch entsprechend verschlüsselt, dass man eben als Europäer, es ist ein kanadisches Importprodukt, gar nicht so schnell erkennt, wie ist das jetzt zusammen aufgebaut. Aber dafür bin ich ja da, da gebe ich euch die Infos. Es ist eben nicht nur eine gewisse Matrix an Kohlenhydraten, sondern eben auch eine Matrix an Eiweißen, die eben sehr gut zu verstoffwechseln ist. Jeder Organismus, jeder Körper reagiert unter Umständen ein bisschen unterschiedlich auf die einzelnen Kohlenhydrate oder Eiweiße. Und hier haben wir eine Matrix aus verschiedenen, sodass dein Körper unter Umständen, wenn es mit der einen Kohlenhydratquelle nicht so gut zurechtkommt, mit der anderen vielleicht doch umso eher was anfangen kann. Das ist schon mal so ein Punkt, der ein Indiz darauf sein könnte, weswegen das Mutant Mass so gut funktioniert bei Hardgainern. Auch enthalten sind hier Ballaststoffe, zum Beispiel hier aus der Sojabohne. Ohne dass jetzt Soja-Eiweiß enthalten ist, sind die Ballaststoffe aus der Sojabohne enthalten. Die Ballaststoffe, die sind sehr hochwertig. Das heißt, wir haben hier eben gerade in puncto Verträglichkeit auch noch einen großen Nutzen, weil Ballaststoffe, die fehlen in den meisten Weight-Gainer-Shakes. Das heißt, gerade eben die Verdauung, die profitiert von den Ballaststoffen. Das ist schon ganz wichtig, dass die hier in der richtigen Größenordnung vorliegen. Und was ich auch wirklich ganz interessant finde, ist Kokosnussöl, was eben MCT, mittelkettige Triglyceride, enthält. Dieses Kokosnussöl ist eines der wertvollsten Öle. Ich kenne viele Experten, die sagen, gerade Kokosnussöl zählt zu den besten Ölen und wird immer wieder unterschätzt. Diese MCT-Fettsäuren, die im Kokosnussöl und letztlich auch in diesem Produkt enthalten sind, sind eben ganz besonders gut für den Stoffwechsel, sorgen auch gerade dafür, da gibt es gerade aktuelle Studien, die im Gange sind, dass das nicht eingespeist wird in Hüftfett, sondern dass der Körper eben gerade mit diesen Fettsäuren erreichen kann, dass weniger Fett angesetzt wird. Ist ein ganz interessanter Punkt, der noch nicht bewiesen und nicht belegt ist, aber die Annahme, die ist da, und dass eben gerade das Kokosnussöl ein sehr wertvolles Öl ist, das ist unumstritten. Aber wir haben hier eben auch noch zum Beispiel gerade beim Geschmack, ja, Cookies and Cream habe ich in der Hand, echte Cookie-Stückchen, Real Cookie Crumbs. Das ist natürlich ganz interessant, dass hier auch nicht an Qualität gespart wird. Gerade in der Massephase für Hardgainer kann das auch mal wirklich, da darf es auch mal wirklich gut schmecken. Und da finde ich es schön, dass bei Cookies and Cream auch richtige Cookie-Stücken dabei sind. Da habe ich schon ganz oft einen anderen Hersteller erlebt, der da einfach dran spart und macht einfach eine Menge Aroma rein. Und am Ende schmeckt es einfach nur nach einer komischen Pampe und hat nichts mit dem zu tun, was draufsteht. Das Ganze hält hier also das, was es verspricht. Cookies and Cream ist eine leckere Geschmacksrichtung. Kann ich empfehlen, das mal auszuprobieren. Gerade Cookies and Cream wird sehr gut angenommen, aber eben auch Triple Chocolate, richtig vollmundiger Schokoladengeschmack, oder auch Vanille wird gerne angenommen. Strawberry Banana haben wir auch da, also die Bandbreite, die ist schon gut, die Aromen sind klasse und eben eins der meistverkauften Produkte mittlerweile. Es ist ein Importprodukt aus Kanada, Aufschrift in Englisch und Französisch. Hier gibt es auch noch ein paar deutsche Patch drauf. Ist natürlich klar, wenn es hier in Deutschland verkauft wird. Aber auf jeden Fall eins der beliebtesten Produkte mittlerweile auch bei uns in Deutschland. Ja, Produkt verlinke ich euch unterhalb von diesem Video. Ihr findet es natürlich im Muskelmacher-Shop. Wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon.